2015. Und was wird es für Sie nach Gold 2016 bei den Damen? Ein Viertelpunkt aus der ersten Runde am Freitag. Danach fehlerfrei. Wenn sie null geht, ist sie mindestens Vizemeisterin. Und Alice war auch heute schon in der ersten Runde wieder brillant aufgelegt. Hat sich aus allen Lagen geholfen. Und hoffen, dass es auch bis zum Schluss hier durchziehen kann. Ja, jetzt kommt sie so ein bisschen von der Linie. Muss sie wieder zurück in die Spur bringen. An den Hindernissen alles kein Problem momentan. Was macht die Zeit? 71 Sekunden. Dürfte aber auch kein Problem sein. Ein Hindernis noch. Und dann ist Simone Blum mit einem Viertelpunkt im Ziel. Und sie kann es selbst noch gar nicht so richtig glauben. Aber wenn man dieser Stute beim Springen zuschaut, dann nimmt das überhaupt nicht Wunder, dass sie hier vorne mit dabei sind. Hat sich über 4 Runden absolut souverän präsentiert. Nicht nur in diesem Jahr, auch schon im vergangenen Jahr. Auch schon in den vielen großen Preisen, die sie jetzt mittlerweile international top bestritten haben. Waren Zweiter auf dem Hardenberg, auch in Vorbereitung hier auf die deutschen Meisterschaften. Und jetzt ist natürlich der Druck so unglaublich groß für Christian Kukuk, wie er größer nicht sein könnte. Spannender geht es nicht. Karl-Heinz Streng gratuliert direkt. Sie haben alles aus dieser Position herausgeholt, was herauszuholen war. Haben ihren Viertelstrafpunkt verteidigt und da steht dieses Team. DSB Alice und Simone Blum. Und jetzt, Christian Kukuk